Ja, hallo, herzlich willkommen zum ersten Video auf dem Channel Linux, Windows, Mac Hilfe. Und ich bin hier für die Windows-Videos zuständig. Ja, und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den Windows Media Player auf Windows XP entfernen könnt. Der lässt sich ja sehr schwer entfernen, also wenn wir hier die Systemsteuerung anwählen würden und die ganz normal über die Software entfernen wollen, können wir sie hier in dieser Liste nicht entfernen. Aber wenn wir hier auf die Software klicken, also wir müssen auf der klassischen auf der, also dürfen nicht auf der klassischen, sondern auf der Kategorieansicht sein. Also um es leichter zu finden, kriegen wir Software an. Dann auf Windows-Komponenten hinzufügen, entfernen, das ist der dritte Button. So, und öffnet sich jetzt so ein neues Fenster. Und hier haben wir dann den Windows Media Player. Also da haben wir hier dann den Windows Media Player, da ist das Häkchen gesetzt, das heißt, ja, dass das Ganze nicht deinstalliert wird. Also nehmen wir das Häkchen einfach da weg. Gehen auf Weiter. So, und jetzt wird mit der Media Player hier gleich automatisch gelöscht. Klicke auf Fertigstellen, jetzt müsste im besten Falle mein Media Player komplett entfernt sein. Also ich finde hier jetzt auch nirgendwo mehr, also hier ist auch nicht mehr drin und ja, der Media Player ist somit entfernt und ihr könnt einen anderen Player installieren, beziehungsweise der Media Player wird nicht mehr geöffnet, wenn ihr ein Lied oder Video abspielen wollt. Bis zum nächsten Video auf Linux, Windows, Mac Hilfe und tschüss.